Bürgermeister Dr. Andreas Rabl und Magistratsdirektor Dr. Peter Franzmeier luden zum gemeinsamen Pressegespräch ins neue Amtsgebäude Greif in Wels, das trotz der Alltagseinschränkungen durch die Corona-Pandemie termingerecht finalisiert und eröffnet werden konnte. Die erste Pressekonferenz im neuen Amtsgebäude, worauf sind Sie denn besonders stolz? Es war ein langer Prozess, dass wir dieses Amtsgebäude errichten und jetzt eröffnen konnten. Die Mitarbeiter haben hier Herausragendes geleistet, da gilt ihnen mein besonderer Dank. Besonders stolz bin ich, dass wir es geschafft haben, auch die historische Bausubstanz teilweise zu erhalten. Das heißt, wir haben sehr viele Elemente aus dem historischen alten Hotel Greif verwendet. Das sieht man an den Lustern, aber auch Geländer und so weiter, weil das einen besonderen Flair dann ausmacht und eine ganz andere Arbeitsatmosphäre vermittelt. Und das Zweite, was mir wichtig war, dass wir sehr mitarbeiterfreundlich gebaut haben, das heißt große Gemeinschaftsräumlichkeiten auch zur Verfügung gestellt haben, weil Mitarbeiterkommunikation sicher was sehr Wichtiges ist. Wie gefällt es Ihnen denn hier? Ja, sehr gut. Also, wir haben zeitgemäße Büroräume, wir haben gediegenes Ambiente, wie man so sehen kann. Es entspricht dem Stand der Technik. Es ist vor allem akustisch gegenüber der vorherigen Situation in unseren alten Büroräumen eine massive Verbesserung, was natürlich das ganze Klima, das Raumklima komplett verändert und eine Atmosphäre schafft, in der man wirklich angenehm und gerne arbeiten kann. Also restlos zufrieden. Wie viel an finanziellen Mitteln wurden denn jetzt letztendlich aufgewendet für das Amtsgebäude? Das Amtsgebäude hat 10 Millionen Euro gekostet. Das ist aber nur das Gebäude selbst. Dazu kommen noch Kosten für das Foyer, dazu kommen auch noch Kosten für die Sanierung des Stadttheaters. Das heißt, insgesamt ist die Summe, die Gesamtinvestitionssumme 16 Millionen Euro gewesen. Wie lange hat denn jetzt die Bauzeit wirklich gedauert? Wir haben begonnen im Frühjahr 2019. Das heißt, es war eine Bauzeit von doch 1,5 Jahren notwendig, um alles fertigzustellen. Aber wie man sieht, hat es sich gelohnt. Welche Vorteile haben denn jetzt die Welserinnen und Welser an dem neuen Amtsgebäude? Was ist da so besonders? Wir haben als Magistrat ja im Leitbild uns verschrieben, dass wir ein Dienstleistungsbetrieb sind. Wir wollen also für die Welser da sein. Es gibt daher die Möglichkeit dieses One-Stop-Shop-Prinzips. Der Welser oder die Welserin kommt, der hat ein Problem, muss aber nicht im Haus herumirren, sondern kann sofort in ein Büro gehen, in ein Sitzungszimmer. Die Mitarbeiter, die benötigt werden, kommen dann direkt zu dem Bürger und werden dort das Anliegen auch direkt behandeln. Das heißt, es ist wesentlich komfortabler für die Bürger, wesentlich einfacher, wesentlich schneller und das Herumirren in Amtsgebäuden hat sich damit aufgehört.